Man hört fast nur Schlechtes über den Zustand der Welt. Es ist Zeit, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Wir haben für Sie gute Nachrichten vom Planeten. Beispiel Windkraft. Die Windräder seien zu laut und zu hässlich. Solche Beschwerden gibt es auf der Insel Samsø in Dänemark nicht. Denn hier hatte man eine geniale Idee. Gute Nachrichten auch aus Madeira. Vor angeblich unzuverlässigen grünen Energiequellen hat hier niemand mehr Angst. Denn selbst wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, gehen dank findiger Ingenieure nie die Lichter aus. Auf Kohle und Öl verzichten und trotzdem im Wohlstand leben. In Island ist die Energiewende keine Utopie mehr, sondern längst Alltag. Um den Klimawandel aufzuhalten, fordern die meisten, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Doch eine hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare Energien halten viele für unmöglich. Das Argument, die saubere Energie reicht nicht aus, um alle zu versorgen. Doch ein Land zeigt, dass es geht. Island. Eine seiner sauberen Energiequellen ist die Wasserkraft. Durch sie gewinnen die Isländer das ganze Jahr über Strom. Außerdem nutzen die Isländer die Hitze aus dem vulkanischen Erdreich. Sie waren damit die ersten in Europa. Und heute sichern die Kräfte der Natur ihren Wohlstand. Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt. Sie thront, wie das ganze Land, auf einem heißen Schatz. Der Dampf, der aus unscheinbaren silbernen Häuschen aufsteigt, kommt direkt aus dem Untergrund. Er steigt mit siedend heißem Wasser auf, das Ingenieurin Hildigunnur Thorsteinsson und ihre Kollegen aus einer Tiefe von mehreren hundert Metern hochpumpen. Insgesamt stehen über 50 Brunnenschächte zur Verfügung. Damit heizen sie die Stadt. Die Isländer nutzen die Erdwärme in ganz großem Stil. Am Fuße des Vulkans Hengtjitl, nur eine halbe Stunde Fahrt vom Stadtzentrum Reykjaviks entfernt, haben die Ingenieure noch tiefere Brunnen in den Boden getrieben. Unter jeder der futuristischen Kuppeln strömt bis zu 300 Grad heißer Dampf aus der Tiefe. Heute gibt es ein Problem. Ein Brunnen funktioniert nicht richtig. Es hängt alles vom Vulkan ab. Wir wissen, dass Mutter Erde sagt, wo es lang geht, und ihr müssen wir folgen. In diesen Brunnen sind Druck und Wärme abgefallen. Wir wissen noch nicht genau, warum. Wir müssen mit dem Vulkan arbeiten, so wie er es uns anbietet. Die Ingenieure versuchen, den Brunnen schnell zu reparieren, damit er wieder volle Leistung bringt. Das heiße Wasser aus dem Vulkan, es ist im Überfluss vorhanden und heizt auch die Schwimmbäder des Landes. In Island gibt es Dörfer ohne Kneipe, aber heiße Pools gibt es überall. Sie sind der soziale Treffpunkt. Apropos Planschen. Wussten Sie, dass die englische Stadt Redditch ihren öffentlichen Swimmingpool auch auf umweltfreundliche Art heizt?
Die Hitze dazu stammt aus dem ortsansässigen Krematorium. Beim Verbrennen der Leichen entsteht nämlich genug Abwärme, um im benachbarten Sportzentrum das Schwimmbad zu heizen. Was man mit den Leichen der Welt alles machen könnte. Heizenergie ist nicht das Einzige, was Islands Vulkane liefern. Man kann das heiße Wasser mehrfach nutzen. Es strömt durch verzweigte Rohrleitungen hinunter zum Kraftwerk Hellisheiði, die modernste Geothermieanlage Islands. Hier trennen die Ingenieure Wasser und Dampf. Das Wasser fließt zum Heizen nach Reykjavík. Der Dampf produziert hier Strom. Das Kraftwerk hat eine Leistung von über 300 Megawatt. Bevor wir unsere Häuser mit Wasser beheizten und Strom mit Erdwärme produzierten, nutzten wir dafür Kohle und Öl. Die mussten wir aus dem Ausland importieren. Jetzt sind wir sozusagen energieautark. Etwa 45 Kilometer von Reykjavík entfernt gibt es die meisten Gewächshäuser des Landes, weil es hier heiße Quellen gibt. Damit heizen die Farmer ihre Gewächshäuser. So können hier trotz kurzer Sommer und kalter Winter das ganze Jahr über Blumen geerntet werden. Als die Farmer vor ein paar Jahren überall künstliches Licht einsetzten, wurde ihr Geschäft richtig erfolgreich. Jetzt sind sie unabhängig von Tages- oder Jahreszeiten. Und auch dafür benutzen sie sauberen Strom. Außerdem gibt es noch einen Vorteil. Durch die eigene Produktion von Gemüse müssen die Isländer viel weniger importieren. Auch das wirkt sich positiv auf die Klimabilanz des Landes aus. Und es gibt hier das ganze Jahr über Arbeit. Das warme Wasser in Island ist ein sehr besonderer Teil unserer Gesellschaft. Es spielte eine große Rolle dabei, wie das Land besiedelt wurde. Es ist der Grund, warum wir trotz Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen, Erdbeben und widrigem Klima immer noch hier sind. Die Naturgewalten haben Island geprägt. Die raue Schönheit des Landes lockt jedes Jahr mehr Besucher auf die Insel. Die größte Attraktion sind die Geysire. Direkt neben einem Kraftwerk liegt das berühmteste Freibad Islands. Die Blaue Lagune. Ihr milchiges Wasser ist reich an Mineralien, weil es direkt aus der Tiefe gepumpt wird. Badespaß und Energiequelle an einem Ort. Island hat übrigens mit den billigsten Strompreis in Europa und zieht damit Firmen aus der ganzen Welt an. Und das allein mit klimafreundlicher Energie. In den meisten anderen Ländern kann die Energiewende nur mit Windkraft gelingen. Doch der Ausbau geht zu langsam voran, um den Klimawandel aufzuhalten. Ein Grund? Manche Menschen sind gegen Windräder vor ihrer Haustür. Sie machten Lärm und verschandelten die Landschaft. Mitten in der Ostsee liegt die dänische Insel Samsö. Der Bullabü-Charme der kleinen Bauern- und Ferieninsel täuscht leicht darüber hinweg, dass hier Einzigartiges geschieht.
Gleich hinterm Strand geht es um Zukunft. In der Energieakademie besprechen die Samsinger alle Fragen zu erneuerbaren Energien. Und sie entscheiden auch gemeinsam, wie die Energieversorgung Samsös aussehen soll. Den Grundstein für diese Gemeinschaft legte ein Wettbewerb, so der Gründer der Energieakademie. So sendte Ministerium 1997. 1997 schrieb die Regierung einen Wettbewerb aus. Man wollte zeigen, dass mit den schon damals geltenden Gesetzen, den Förderprogrammen und der Einbindung der Bevölkerung eine hundertprozentige regenerative Energieversorgung möglich ist. Die Bürger erarbeiteten zusammen mit Experten einen Masterplan. Und Samsö bekam das Projekt. Doch bis zum ersten Windrad war es ein langer Weg. Denn die Bewohner Samsös wollten sich von Außenstehenden nichts vorschreiben lassen. Die Samsinger wollten selbst bestimmen, wie sich das Projekt entwickelt. So wie Elektriker Brian Kier. Ich muss mal hoch und einige Schleifringe einstellen. Passt ganz gut heute. Es ist wenig Wind. Brian wartet die Windräder regelmäßig. Dafür muss er das Windrad ausschalten. Wenn die Anlage stillsteht, kostet das die Betreiber bares Geld. Brian beeilt sich immer, um schnell vor Ort zu sein. Aber nicht etwa, weil sein Arbeitgeber ihm Druck macht, sondern aus eigenem Interesse. Auf Samsö ist vieles anders. Und das gefällt Brian. Die Anlagen gehören nämlich nicht einem Stromkonzern, sondern den Samsingern selbst. Sie sind die Betreiber der Windräder und deswegen verdienen sie an den Anlagen. Genau das war das Argument, das viele Samsinger für die Energiewende begeistert hat. Auch Brian. Mir gehören 7 Anteile an diesem Windrad. Das ist ungefähr 1 Promille. Es gibt viele Miteigentümer. Das gefällt mir richtig gut. Man ist Teil von etwas, das viele machen wollen. Ganz viele haben an dem Windrad mitgewirkt. Wenn man einen Teil davon besitzt, fühlt man sich ein wenig stolz auf das ganze Projekt. Und deswegen gibt es hier auch wenig Widerstand gegen die Windräder. Zum Beispiel wegen des Lärms. Wir können uns hier unterhalten. So viel Lärm ist da also nicht. Und dann gibt es den psychologischen Effekt, wenn man selbst einen Anteil daran besitzt. Dann lärmt die Anlage plötzlich weniger, macht weniger Schatten und stört überhaupt viel weniger. Denn sie gehört ja mir. Außerdem ist die Planung wichtig. Man würde sie nicht so platzieren, dass sie ein Dorf beschattet. Von Anfang an planten die Samsinger alles selbst. Und keine Regierung hat ihnen vorgeschrieben, wie sie das machen sollten. Sie gründeten Beteiligungsgesellschaften, Genossenschaften und wiesen Bauland aus. Und dann bestellten sie gemeinsam ihre ersten eigenen Windräder. Als die Ladeklappe aufging und das erste Windrad aus der Fähre kam, das änderte alles. Diese ganzen Veränderungen waren etwas völlig Neues. Das war schon ein sehr spannender Übergang in eine neue Ära, in der wir das Projekt aufbauen würden. Die Umstellung auf Windstrom ist gelungen. Man könnte sogar noch mehr produzieren und noch mehr Geld verdienen. Aber Samsö ist auch eine Ferieninsel. Die Landschaft soll attraktiv für Urlauber bleiben. Der Staunsfjord zum Beispiel ist tabu für Windräder. Dass man nichts von den Windrädern sieht, ist genauso geplant. Wir haben viel Sorgfalt darauf verwendet, dass es Gebiete mit Windrädern und Gebiete für die Natur gibt. Auch privat nutzen viele Menschen auf Samsö die Windkraft. Sie haben sich kleine Windräder vor ihre Häuser gestellt.
Kaum eine Energiequelle bleibt auf Samsö ungenutzt. Die Gemeinde hat Elektroautos gekauft, die sie mit Solarstrom betankt. Und die Bürger nutzen die Kraft der Sonne bei sich zu Hause. Apropos Sonnenenergie. Wussten Sie, dass ein Eisbär ein guter Sonnenkollektor ist? Das Geheimnis? Sein weißes Fell besteht aus durchsichtigen Haaren ohne Pigmente. Sonnenstrahlen werden dadurch kaum gebremst und scheinen bis auf seine Haut. Die ist schwarz, absorbiert das Sonnenlicht und wandelt es in Wärme um. Das funktioniert so gut, dass das weiße Fell Vorbild für Versuche mit neuen Sonnenkollektoren wurde. Und wer weiß, vielleicht sehen unsere Dächer eines Tages ganz anders aus. Warm will man es auch auf Samsö haben. Doch hier wird Stroh statt Öl verbrannt. Früher verbrannten die Samsinger ihr Stroh direkt auf dem Acker. Heute machen sie es zu Geld. Es wird nach Gewicht und Qualität bezahlt. Das Stroh bringen sie zu Arne Kremmer. Er ist so etwas wie der Stroh-Tycoon der Insel. Statt in jedem Haus eine Ölheizung zu haben, kommt die Wärme nun aus einem kleinen Heizkraftwerk, das mit Stroh betrieben wird. Und die umliegenden Häuser erhalten umweltfreundliche Fernwärme. Auch das ist eine Energiequelle, die Milch der Kühe. Um die Energie zu gewinnen, nutzt Bauer Carsten Christiansen den Kühlvorgang, der die Milch haltbarer macht. Mit 39 Grad Celsius kommt sie aus dem Euter. Sie soll schnell auf 6 Grad abkühlen und kommt dafür in einen Wärmetauscher. Hier drin gibt die Kuhmilch ihre Wärme an kaltes Wasser ab. Das so erwärmte Wasser fließt in die Fußbodenheizung im Haus. 110 Kühe sorgen so für wohlige Wärme am Frühstückstisch von Familie Christiansen. Klimafreundlich und preiswert. Menschen aus aller Welt kommen zu Sören Hermansson in die Energieakademie, um zu erfahren, wie die kleine Insel die Energiewende geschafft hat. Das Geheimnis ihres Erfolgs ist die Gemeinschaft. Nur so haben sie die Umstellung auf Windkraft geschafft. Inzwischen produzieren die Samsinger so viel Ökostrom, dass sie ihn sogar aufs Festland exportieren. Samsö ist relativ klein und hat nicht mal 4000 Einwohner. Der Erfolg ist daher nicht überallhin übertragbar. Aber ein Ansporn allemal. Andernorts zweifeln die Menschen an den erneuerbaren Energien. Denn die sind abhängig von den Launen der Natur, von Wind und Sonnenschein. Und noch etwas bereitet vielen Sorgen. Wenn man mehr Strom produziert, als man verbraucht, kann man diese Energie nicht für Zeiten mit hohem Energiebedarf speichern. Auch die portugiesische Insel Madeira kennt das Problem. Bewohner und Touristen benötigen immer mehr Energie. Ein großes Dieselkraftwerk liefert einen Teil davon. Das ist schlecht für das Klima und kostspielig. Dieselstrom ist hier dreimal so teuer wie auf dem Festland, weil der Diesel per Schiff kommt. Deswegen begannen Ingenieure schon vor langer Zeit mit der Suche nach Alternativen. Und sie stießen auf die wichtigste Ressource Madeiras, das Wasser aus den Bergen. Die Insulaner nutzen seit Jahrhunderten offene Kanäle, die sie Levadas nennen,
um das Wasser aus dem bergigen Norden in den flacheren Süden zu bringen, als Trinkwasser und für die Landwirtschaft. Die Levadas haben ein sanftes Gefälle. So bleibt das Wasser länger am Berg und man kann auch dort bewässern. Ohne diese Kanäle würden Möhren, Kartoffeln und anderes Gemüse im Sommer vertrocknen. Diese jahrhundertealte Meisterleistung, die Madeiras Süden fruchtbar machte, inspirierte schon vor Jahrzehnten Ingenieure auf der Suche nach neuen Energiequellen. Agostinho Figueira arbeitet für das örtliche Energieunternehmen. Er kennt die Geschichte des Bewässerungssystems und seiner Vorgänger. Anfangs diente es nur zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und zur Bewässerung der Felder. Im vergangenen Jahrhundert kam man dann aber auf eine weitere Idee. Es wurde zur Stromversorgung Madeiras genutzt. Damals ließen die Ingenieure Stollen in den Berg treiben, um das Wasser zu sammeln. Sie werden heute noch genutzt, um aus Wasserkraft Strom zu gewinnen. Auch oberirdische Speicherbecken sammeln das Wasser zum gleichen Zweck. Von hier aus schießt das Wasser den Berg hinab, treibt Turbinen an und produziert Strom. Apropos Wasserkraft. Archimedes nutzte sie schon 200 Jahre vor Christus, zumindest in seiner Fantasie. Er erfand eine dampfbetriebene Kanone. Sie sollte das Geschoss viel schneller abfeuern als die zu jener Zeit üblichen Katapulte und so seine Heimatstadt Syrakus vor den Römern schützen. Sein Erfindungsreichtum reichte nicht. Die Römer eroberten trotzdem die Stadt. Nachgebaut wurde sie erst vor wenigen Jahren. Vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in den USA. Die Überraschung? Tatsächlich erreichte das Geschoss der Archimedes-Kanone fast Schallgeschwindigkeit. Die alten Wasserkraftwerke alleine reichten nicht, um die wachsende Bevölkerung Madeiras und die vielen Touristen mit Strom zu versorgen. Die Suche nach sauberen Alternativen ging weiter. Und man kam auf die Windkraft. Vor fast 30 Jahren bekam Madeira das erste Windrad von ganz Portugal. Heute liefern die Windgeneratoren Strom für etwa die Hälfte der Bewohner von Madeiras Hauptstadt Funchal. Wenn denn der Wind bläst. Das ist der Haken. Kein Wind, kein Strom. Und kein Stromkabel vom Festland, das aushelfen könnte. Madeira musste die Probleme allein lösen. Agostinho Figueira und sein Chef Mario Khadim Fernandes kamen auf die Idee, Windkraft und Wasserkraft zu kombinieren. Die Energie soll wie in einer Art Batterie gespeichert werden. In zwei Stollen im Berg. Im Jahr 2005 ließen die Ingenieure große Tunnelbohrmaschinen auf die Insel bringen, um einen 4 Kilometer langen Wasserspeicher in den Berg zu treiben. Zwei Jahre später ging er in Betrieb. Von außen ist nur ein kleines Becken zu sehen. Das eigentliche große Reservoir ist im Berg versteckt. Unterhalb des Speichers befindet sich Madeiras größtes und modernstes Wasserkraftwerk, Socorridos. Mit einem zweiten Speicherbecken. Das Herzstück des Kraftwerks, die Leitzentrale. Von hier steuern die Mitarbeiter, wohin der Strom fließt. Je nach Bedarf werden entweder die Menschen von Madeira mit Elektrizität versorgt oder die Batterie wird aufgeladen. Morgens zum Beispiel steigt der Verbrauch in der Hauptstadt,
Dann öffnen sie die großen Ventile, die das Wasser im Berg zurückhalten. Aus dem oberen Speicher schießt das Wasser mit seiner ganzen Kraft nach unten und produziert im Wasserkraftwerk Strom für die Insel. Ab hier nimmt das Wasser einen neuen Weg. Es fließt weiter in das untere Speicherbecken und bleibt hier, bis es Nacht wird. Je später der Abend, desto mehr fegt der Wind in der Regel über Madeira. Jetzt kommt Fernandes' Vision vom Energiespeicher ins Spiel. Früher blieb der kräftige Nachtwind ungenutzt, weil zu der Zeit viel weniger Strom verbraucht wird. Heute liefert er die Energie für spezielle Pumpen im Wasserkraftwerk. Die Techniker laden jetzt die riesige Batterie auf. Die Idee ist so genial wie einfach. Das Wasser wird mit dem Strom aus den Windrädern einfach wieder den Berg hochgepumpt. Oben bleibt das Wasser im Speicher, bis es wieder gebraucht wird. Und im Wasserkraftwerk die Turbinen antreibt. Die Anlage von Socorridos ist von immenser Bedeutung für Madeira, da sie alleine über 50% der Wasserkraft erzeugt. Sie ist Vorbild für noch ambitioniertere Projekte, alle mit dem gleichen Ziel, alle Ressourcen zu nutzen, die wir haben, die gesamte Energie, die Madeira uns bietet, um die Zukunft der Menschen auf der Insel zu sichern. Die Levadas haben die Ingenieure von heute inspiriert. Sie haben Wind und Wasserkraft zu einem genialen Speichersystem kombiniert. Die Blumeninsel Madeira bietet den Touristen weit mehr als ihre außergewöhnlich vielfältige Landschaft. Sie versorgt sie auch zunehmend mit sauberer Energie. Ein Vorbild für andere Regionen dieser Welt. Fossile Brennstoffe muss man eigentlich in die Tonne treten. Doch für manche ist kaum vorstellbar, dass die vorhandenen sauberen Alternativen für die Energieversorgung ausreichen. Dass es weitere, noch nicht erschlossene Energiequellen gibt, wissen die wenigsten. Wer vor der schottischen Insel Orkney surft, ist mit Gezeiten, Strömungen und mörderischen Wellen bestens vertraut. All das ist die Basis für eine neuartige, klimafreundliche Energie. Mit Wellen von bis zu 19 Metern Höhe und reißenden Strömungen eignet sich Orkney hervorragend für die Gewinnung von Energie aus dem Meer. Kaum ein anderer Ort auf der Welt hat dieses Potenzial. Doch das wurde erst vor kurzem entdeckt. Noch vor 100 Jahren war das Dorf Stromness eine Hochburg der Heringsfischerei. Heute ist davon kaum etwas zu spüren. Stromness erlebte einen Neuanfang, als in Schottland die Energiewende vorangebracht werden sollte und ein neues Institut entstand. EMEC, das Europäische Zentrum für Meeresenergie. 2003 wurde EMEC gegründet, mit Geldern der EU, Großbritanniens und Schottlands.
Heute betreibt es ein einzigartiges Testlabor im Meer. Insgesamt haben sie 4 Testfelder. Ein weiteres ist in Planung. Firmen und Forschungseinrichtungen untersuchen hier, wie man aus Meereskraft am besten Strom gewinnt. Da alles noch im Erprobungsstadium ist, ist ständig etwas Neues vor der Küste zu sehen. So unterschiedlich sie aussehen, die Maschinen lassen sich in 2 Kategorien einteilen. Entweder sollen sie die starke Gezeitenströmung von Ebbe und Flut nutzen, wie diese Turbine, deren Rotorblätter durch die Strömung angetrieben werden. Oder die Erfinder versuchen, die Wellen an der Wasseroberfläche zu nutzen. So wie mit diesem Segel, das durch die Wellenbewegung Druck aufbaut und dadurch eine Turbine antreibt. Dass die Maschinen vor Orkney liegen, hat einen Grund. Wenn eine Maschine den Kräften vor Orkney standhält, dann überlebt sie in jedem Meer der Welt. Doch bisher hat noch niemand den entscheidenden Durchbruch erzielt. Wir sehen technische Gemeinsamkeiten, aber genauso gut könnte jemand mit einem völlig neuen Konzept auftauchen, das alle anderen aus dem Rennen wirft. Und das macht die Forschung im Moment so interessant. Bevor das erste Projekt bei IMEC im Meer starten konnte, forschten Ingenieure an verschiedenen Modellen für eine Maschine. Bei diesem Konzept werden mehrere miteinander verbundene Segmente durch die Wellen gegeneinander bewegt. Das erzeugt im Inneren der Maschine Druck, der eine Turbine antreibt. 2004 war es soweit und der erste Prototyp von Pelamis kam aufs Testfeld von IMEC. Für alle Maschinen im Meer sind Salzwasser, die Kräfte des Meeres und Stürme eine große Herausforderung. Weil tags zuvor ein heftiger Sturm über Orkney fegte, wollte Ingenieur Rob Ioannidis überprüfen, ob ihr Wellenkraftwerk Pelamis den Sturm gut überstanden hatte. Wegen ihrer Ähnlichkeit zum gleichnamigen Tier trug die Maschine den griechischen Namen für Seeschlange. Für Reparaturen oder Verbesserungen musste die Seeschlange zurück zum Pier. Nur hier konnte man sie gefahrlos betreten und mögliche Schäden überprüfen. Neue Autos kann man bei 30 Stundenkilometern testen und wenn etwas nicht funktioniert, einfach anhalten. Aber unsere Maschine ist gnadenlos dem Meer ausgeliefert. Wir hatten schon einige schlaflose Nächte, wenn das Wetter so richtig ungemütlich wird. Rob kontrollierte das Allerheiligste. Dort, wo die Wellenkraft in Strom umgewandelt wird. Im Optimalfall sollte das Kraftwerk eine Leistung von 750 Kilowatt Ökostrom haben. Genug, um etwa 500 Haushalte zu versorgen. Es war für Rob und sein Team ein mühseliger Forschungsprozess. Über 10 Jahre testete die Firma ihre Technik auf Orkney. Und immer wieder traten neue Probleme auf. 2014 konnte sich das Unternehmen die vielen Rückschläge nicht mehr leisten und gab auf. Ich werde oft gefragt, wie weit ist die Forschung? Ich würde sagen, so weit wie die Gebrüder Wright, als sie das erste Mal mit einem Flugzeug vom Boden abhoben. Einer unserer Kunden sagte einmal zu mir, wir müssen zuerst die Probleme finden und dann erst die Antworten. Die Stromkonzerne wollen Anlagen haben, die effizient und wartungsarm sind. Sie müssen dem Meerwasser und seinen Bewohnern trotzen. Die Firma Leask Marine arbeitet im Auftrag von Unternehmen und Forschungseinrichtungen vor Orkneys Küsten. Heute soll eine Forschungsplattform geborgen werden. Die Firma hat wegen der Gezeiten nur ein enges Zeitfenster. Der Taucher muss schnell und präzise arbeiten.
Auf der Plattform befinden sich Kästchen mit unterschiedlichen Materialien. Damit wollen die Forscher herausfinden, welche Beschichtung am besten Tier- und Algenbewuchs verhindert und damit die Lebensdauer der Maschinen im Meer erhöht. Einige Pioniere gehen pleite, andere feiern erste Erfolge. Dank ihnen könnte Strom aus dem Meer bald aus der Steckdose kommen. Das schottische Unternehmen Orbital Marine Power hat das erste Teststadium bereits hinter sich. Gegründet wurde es auf Orkney. Der erste Durchbruch gelang, als sein schwimmendes Gezeitenkraftwerk im Testlauf sogar Strom ins britische Netz einspeisen konnte. Dann kam ein noch leistungsfähigeres Modell. Mit nur einer großen Unterwasserturbine produzierte die Anlage über 3 Gigawattstunden Strom im Jahr. Blauen Strom. Damit können über 800 Familien versorgt werden. Inzwischen wird bereits die dritte Anlage entwickelt. Etwa so groß wie ein Jumbojet soll sie Strom mit 2 riesigen Turbinen produzieren. Über ein Kabel kann der Strom an Land transportiert werden. Apropos neue Energiequellen. Wussten Sie, dass man Autos mit unseren Ausscheidungen betreiben kann? Zumindest mit dem Methangas, das in Kläranlagen entsteht. Eine Firma im englischen Bristol kam auf die Idee, ein Auto umzurüsten und es mit Biogas direkt aus einer Kläranlage fahren zu lassen. Tatsächlich reichten die Abwässer aus 70 Haushalten aus, um das Auto ein Jahr fahren zu lassen. Doch es geht noch weiter. Inzwischen hat die Firma die Gasgewinnung optimiert. Und es fahren bereits 22 Busse in Bristol mit Biogas. Jede neue Technologie birgt Risiken, die überprüft werden müssen, bevor man sie im großen Stil einsetzt. Auf Orkney testet man die Auswirkungen der neuen Maschinen auf Fische, Robben und Wale. Regelmäßig werden Schwertwale gesichtet, die in den fischreichen Gebieten an den Küsten jagen. Biologen untersuchen im Auftrag von IMEC, ob sich die Anzahl oder das Verhalten der Tiere ändert. Jede Sichtung, ob im oder über dem Wasser, wird sorgfältig protokolliert. Und das über Jahre und bei jedem Wetter. Nur solche Langzeitbeobachtungen lassen verlässliche Aussagen zu. Gibt es Hinweise auf ein verändertes Verhalten, müssen die Konstrukteure das Design ihrer Kraftwerke überarbeiten. So far, we haven't seen any negative impacts from the devices being deployed and operating. Bisher haben wir keine Hinweise, dass die Prototypen draußen im Meer einen negativen Einfluss auf die Tierwelt haben. Manche Seehunde schauen sogar neugierig vorbei, was denn da so passiert. Diese Säugetiere kennen die Gewässer da draußen viel besser als wir und wissen, wie man dort überlebt. Normalerweise meiden die Tiere jedoch unsere Maschinen, aber wir müssen natürlich noch viel länger weiterforschen. Bisher teilen sich die Tiere ihren Lebensraum nur mit wenigen Maschinen. Wie sie auf große Energieparks reagieren, bleibt abzuwarten. Das einzigartige Meeresforschungslabor in Orkney zieht Studenten aus aller Welt an.
An der Privatuniversität Harriet Watt können Sie lernen, wie man Meeresenergie gewinnt. Professor Sandy Kerr ist Dozent der ersten Stunde. Ich bin absolut fasziniert, in dieser Pionierphase dabei zu sein. Wir sehen hier etwas, das wir blaues Wachstum nennen. Die industrielle Nutzung des Meeres, aber eben zur sauberen Stromgewinnung. Es ist ein absolut dynamischer Moment, etwas, was ich wahrscheinlich nicht noch einmal erleben werde. Für mich geht es nicht nur um erneuerbare Energie. Es ist diese Verbindung zwischen Ökonomie, Technologie und Ökologie. Das ist das Spannende. Die Visionen aus Orkney beginnen, die Welt zu erobern. Langsam, aber sicher. In der kanadischen Provinz Nova Scotia ist man schon einen Schritt weiter. Hier wird die Firma Sustainable Marine Energy die Bevölkerung schon bald mit blauer Energie versorgen. Dieses freischwimmende Kraftwerk nutzt die Gezeiten. Dabei gibt es keine Flaute wie bei Windkraft. Flut und Ebbe gibt es immer. Und sie sind berechenbar. Das funktioniert so gut, dass das Unternehmen auf insgesamt 22 Anlagen aufrüsten will. Die Meereskraft ist eine weitere Option für eine klimafreundliche Zukunft. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in der EU wuchs in nur 15 Jahren von rund 14 auf über 34%. Tendenz steigend. Engagierte Menschen in aller Welt zeigen, dass es sich lohnt, für das Gute zu kämpfen. Sie versuchen täglich, unsere Welt ein Stück besser zu machen. Wir finden, es ist Zeit für noch mehr gute Nachrichten vom Planeten.